Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute wollen wir uns mit einer Regel beschäftigen, zu der in der letzten Zeit sehr, sehr viele Fragen kommen. Und zwar ist das die Regel, warum wir Aktienoptionen im Normalfall bei 50% Gewinn zurückkaufen. Und woher diese 50% kommen und wie das begründet ist, das erkläre ich euch heute hier in diesem Video. Wir haben ja bereits diese Woche einmal über Regeln gesprochen und ich habe euch erklärt, dass man Regeln durchaus ein wenig dehnen kann, je nachdem, wie erfahren man im Markt ist. Also das heißt, Anfänger sollten sich relativ streng an Regeln halten. Jemand, der ein bisschen fortgeschrittener ist, der kann auch je nach Marktlage die Regeln mal ein wenig dehnen, Gewinne zum Beispiel früher mitnehmen, aber auch manchmal Gewinne laufen lassen. So, und immer wieder taucht hier die Frage auf, warum wir bei Aktienoptionen, wenn wir also Aktienoptionen verkaufen, wo es nur reinweg um die Einnahme der Prämie geht, also kein Cash-Secured-Put, sondern wirklich nur, ich nenne es mal das Short-Put-System, wenn wir also einfach sagen, okay, wir haben eine Aktie in einem Aufwärtstrend, wir verkaufen einen Put und warum wir dann sagen, bei 50% nehmen wir die Gewinne mit. Jetzt ist es natürlich so, die allerwenigsten Dinge, die wir im Handel anwenden, die ich persönlich im Handel anwende, habe ich erfunden. Also das habe ich mir irgendwie selbst mal ausgedacht, sondern ich bin natürlich auch viele, viele Jahre ein Lernender gewesen und bin es auch immer noch heute. Das heißt, ich habe mit erfahrenen Händlern gesprochen, ich habe mich coachen lassen, ich habe Mentoren gehabt, ich bin zu Seminaren gegangen und ich habe natürlich überall das für mich herausgeschnitten, was mir am meisten genützt hat. Und diese 50% Regelung, die kommt auch nicht aus meinem Kopf, sondern die habe ich zum Beispiel zu Beginn übernommen von den Jungs, die jetzt bekannt sind unter Tasty Trade. Ich habe die schon kennengelernt, da waren sie noch bei Sink or Swim. Ihr wisst, Sink or Swim ist ja auch ein Broker in Amerika, der gehört mittlerweile zu TD Ameritrade. Und die Jungs, die das damals gegründet hatten und dann später verkauft haben, die habe ich mal noch zu der Zeit kennengelernt, als sie noch in Chicago bei Sink or Swim gearbeitet haben. Und schon damals hatten die bei Aktienoptionen diese 50%-Regel. Und warum Sie diese 50%-Regel so genommen haben, das ist eine statistische Auswertung. Und ich will euch die heute hier mal in einfachen Worten ein bisschen erläutern. Und zwar stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir haben eine Aktienoption und wir verkaufen die für $100. So, wir haben die für $100 verkauft und wir haben eine Restlaufzeit von 45 Tagen. Also das ist wirklich so das Ideal. Du kriegst $100, du hast 45 Tage und du bist von mir aus an der ersten Standardabweichung. So, und jetzt hat man natürlich, kann man verschiedene Überlegungen anstellen. Was ist denn hier bei dieser Option, wenn man die verkauft hat, wenn man also eine Prämieneinnahme hatte von $100, was ist da der optimale Gewinn? Und an der Stelle muss man schon mal sagen, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nicht den optimalen Zeitpunkt, diese Option zurückzukaufen. Warum? Weil man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Betrachten wir es mal zuerst aus dem Blickwinkel des Maximalgewinns. So, Maximalgewinn wäre ja $100. Das heißt, wenn wir diese Option komplett bis zum Verfall laufen lassen würden und diese Option würde uns wertlos verfallen, dann hätten wir $100 verdient. Und jetzt ist es natürlich klar, wenn man das vergleicht und sagt, hier, ich kaufe die schon bei 50% zurück, vielleicht nach 20 Tagen oder irgendetwas, dass ich dann erstmal nur die Hälfte verdient habe. Das heißt, wenn wir nur den reinen prozentualen oder auch absoluten Gewinn betrachten, dann ist das natürlich hier bis zum Verfall halten. Also das heißt, ich nehme meine Gewinne gar nicht mit, sondern ich lasse die Optionen wertlos auslaufen. Das wäre das optimale Szenario. Jetzt gibt es ja aber noch was anderes und so ist diese 50%-Regel entstanden und zwar zwei Punkte. Nummer eins, wir betrachten mal den Pot-Wert und den Pot-Wert. So, Pop, wenn ihr mit diesen Begriffen noch nichts anfangen könnt, weil ihr neu auf diesem Kanal seid, ne, dann schaut bitte mal oben, gebt einfach mal oben hier ein, Optionsstrategien Pop und Optionsstrategien POT und dann wisst ihr oder dann findet ihr Videos zu diesen beiden Begriffen. POP heißt Probability of Profit, also die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns und POT heißt Probability of Touch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an der ersten Standardabweichung verkauft haben, das heißt ungefähr so ein Delta von
sagen wir mal 15, da kann ich leicht rechnen, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass dieser Trade ein Gewinner wird. Also dass wir am Ende tatsächlich hier $100 oder wenigstens, also dass wir irgendwas verdient haben. Ne? Das ist 85%. Der Pot-Wert dagegen, Probability of Touch, gibt es eine Berechnung dafür, aber ganz grob gesagt ist das in etwa das Doppelte des Deltas. Und das heißt, dass wir in 30% der Fälle werden wir den Strike anlaufen. Der Preis der Aktie wird den Strike anlaufen. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ne? Und wenn wir uns das jetzt also mal anschauen, du hast also jetzt hier, du hast hier eine Aktie und du hast hier dann irgendwo so ein Put verkauft, dann wird in 30% der Fälle das passieren. Die Aktie wird hierher laufen und dann wird wieder in der Hälfte der Fälle das passieren. Zum Verfallstag geht es entweder nach oben oder es geht hier unten runter. Ne? Also das hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 15%, von 15%, nein, Entschuldigung, das hat von 85%, das hat von 15%, aber dass es hier anläuft, hat das Ganze von 30%. So, und jetzt kommt es natürlich hier auf den Zeitstrahl an. Nämlich, je länger du im Trade bist, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es angelaufen wird. Überlegt mal, wenn du einen Trade aufmachst mit 45 Tagen Restlaufzeit und nach einem Tag würdest du jeden Trade immer wieder schließen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er den Strike berührt hat? Wahrscheinlich deutlich, deutlich geringer. Ne? Also da wird das nicht bei 30% liegen, sondern vielleicht bloß bei 0,3% oder bei 3%. So, das heißt, aus Risikogesichtspunkten macht es definitiv Sinn, Optionen nicht bis zum Verfall laufen zu lassen. Und da wollen wir hier über das Thema Gamma noch gar nicht sprechen. Aber einfach nur aufgrund dieses POTs, also dieses Probability of Touch, macht es Sinn, Trades vorzeitig zu schließen. Und dann spricht schon wieder vieles eher für eine vorzeitige Gewinnmitnahme als für ein Verfallenlassen der Aktien, Entschuldigung, der Optionen. Jetzt kommt aber noch ein anderer Punkt und der ist auch sehr, sehr wichtig. Und zwar, wir bleiben mal hier dabei und sagen, wir haben ja gesagt, hier, wir haben 45 Tage Restlaufzeit. Und bei 45 Tagen Restlaufzeit ist es natürlich so, da können wir uns ja ausrechnen, dass wir, wenn wir $100 haben, wenn wir $100 Prämieneinnahme haben, wie viel werden wir dann im Schnitt am Tag verdienen? Na, also das heißt, wir teilen einfach 100 durch 45 und da sind wir irgendwo bei $2 am Tag. So, na, also einfach pauschal $100 geteilt durch 45 Tage. Wir werden also am Tag ein bisschen was über $2 verdienen. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass sich das nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, selbst wenn es komplett in unsere Richtung läuft, ne, und wir hätten keine Volatilitätsveränderungen, wir hätten keine Veränderungen der Aktie, sondern es wäre einfach nur der Zeitwertverfall, dann ist es nicht so, dass das gleichmäßig verläuft, sondern es geht unterschiedlich schnell. Und jetzt kommt hier der Punkt, die Jungs von Tasty Trade, die haben nämlich damals schon vor vielen, vielen Jahren statistische Untersuchungen angestellt und haben überlegt, wie lange musst du denn im Trade sein, um den größtmöglichsten Profit pro Tag zu machen? Und da sind sie auf folgende Überlegung oder folgendes Ergebnis gekommen. Und wer das bei denen verfolgt, das machen die ja auch immer mal wieder. Die lassen ja diese statistischen Läufe immer mal wieder durchlaufen und das Ergebnis bestätigt sich einfach. Nämlich, dass wenn man sagt, ich habe hier 50% Gewinnmitnahme und wir machen es jetzt mal ganz einfach hier 100% Gewinnmitnahme und wir bleiben mal bei unserem Beispiel, dass die 50% eben nicht in der Hälfte der Zeit erreicht werden, sondern viel, viel schneller in der Regel. Und das bedeutet eben dann, wenn wir jetzt gesagt haben, wir verdienen etwa $2 am Tag, wenn wir die Option verfallen lassen, weil das ist einfach der Schnitt, ne, dann hat man herausgefunden, dass wenn man 50% benimmt, dieser Betrag viel, viel höher ist. Ne? Das heißt, man ist eben vielleicht nur, jetzt machen wir es mal, damit ich es leicht habe zum Rechnen, jetzt sagen wir mal, ich bin eben statt der 45 Tage, wäre ich nur im Schnitt 15 Tage im Trade. Also hier 15 Tage. So, und hier haben wir 45 Tage. Hier habe ich jetzt $2, es geht immer noch um $100. Hier habe ich $100 verdient. Also im Schnitt $2 am Tag. Und hier verdiene ich jetzt $50, aber
in 15 Tagen. Und wenn ihr das jetzt mal ausrechnet, dann bedeutet das, dass ich hier am Tag über 3 Dollar verdiene. Ne? So. Und das ist jetzt wieder der Punkt, warum die dann sagen, oder warum sie die Regel so aufgestellt haben, okay, wenn ich jetzt hier zwar in absoluten Zahlen, wenn ich diese beiden Trades vergleiche, hier verdiene ich 50, hier 100, hier verdiene ich 100 Dollar am Tag, 100 Dollar insgesamt, hier nur 50, gewinnt der hier. Aber wenn ich das mal in Tage umrechne, was verdiene ich denn am Tag, dann verdiene ich natürlich hier viel, viel mehr, weil die denken dann weiter und sagen, okay, wenn ich als Beispiel in 15 Tagen schon die 50 Dollar hätte, dann könnte ich doch innerhalb von 40 Tagen, 45 Tagen, das Ganze dreimal machen. Das heißt, dann hätte ich hier 3 mal 50. Das heißt, ich habe dann hier 150 verdient gegenüber hier nur einmal 100. Ne? Und dann wird, glaube ich, sehr, sehr klar, warum man das macht, warum man sagt, ich nehme bei 50% die Gewinne mit. Das heißt, es ist eine rein statistische Auswertung, die man, wenn man eine große Anzahl von Trades, von praktischen Trades, theoretischen Trades, einfach mal durchlaufen lässt durch eine Simulation, wo man dann ausrechnen kann, was macht Sinn. So, wenn du bislang 10 Trades gemacht hast, dann muss das überhaupt nicht stimmen. Wenn du 100 Trades gemacht hast, dann muss das auch noch nicht stimmen. Wenn du 1000 Trades gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein ähnliches Ergebnis bekommen. Und alles, was jetzt mehr als 1000 ist, dann wird es immer mehr dahin laufen. Nichtsdestotrotz kannst du diese Regel natürlich ändern. Wenn du sagst, hey, ich will aber warum auch immer das weiterlaufen lassen, weil du zum Beispiel sagst, ich muss ja auch noch Gebühren bezahlen. Es ist ja auch Zeitaufwand, neue Trades zu finden. Ich muss wieder einen besseren Trade finden und so weiter. Ne? Das sind aber alles weiche Faktoren, die bei jedem unterschiedlich sind. Das ist reine Mathematik, das ist bei jedem gleich. Aber diese weichen Faktoren, ne, die sind bei jedem anders. Und deswegen kannst du natürlich die Regel auch anders auslegen. Wenn du beispielsweise auch sagst, ich habe hier für 100 Dollar eine Option verkauft und 2 Tage später ist die Aktie so dramatisch gestiegen, dass ich 40% vorn liege, warum sollst du die dann nicht nach 40% schon Gewinn zumachen nach 2 Tagen? Okay? Und dir eine neue Gelegenheit suchen. Also damit will ich euch einfach bloß verdeutlichen, dass es Regeln gibt, die machen Sinn. Genau wie unsere 100%-Regel bei Future-Optionen, dass wir da Verluste realisieren und so weiter. Ne? Also es hat alles, diese Regeln haben alles Sinn. Und als Anfänger solltest du dich relativ stur an diese Regeln halten. Je mehr du aber Erfahrungen hast, umso eher kannst du diese Regeln eben ein bisschen ausweiten. Okay. Ich hoffe, ich habe dir damit heute auch wieder etwas mehr Sicherheit gegeben für dein Trading. Habt ihr wieder ein kleines Mosaiksteinchen in deiner Wissensdatenbank hinzugefügt, sodass du einfach ein selbstsicherer Trader im Umgang mit Optionen wirst. Wenn ihr auch Fragen habt zum Handel mit Optionen, zu bestimmten Punkten, schreibt mir das wie immer in die Kommentare rein. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut und bye bye.